So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Shit. Wir machen heute weiter. Ich habe ein bisschen offscreen trainiert nebenbei, wieder natürlich. Ich habe meinen Shuffle mittlerweile trainiert, dass das mittlerweile auf einem halbwegs brauchbaren Level ist. Ich habe jetzt Pokémon zwischen Level 31 und 34 und jetzt geht es erstmal weiter. Ich werde immer mal wieder ein bisschen offscreen trainieren, das geht jetzt relativ schnell. Ja, was müssen wir als nächstes machen? Wir sollen ins Chlor-Stadion gehen. Das dürfte eigentlich hier hinter sein. Wir sollen Rose treffen. In der letzten Folge sind wir ja hier angekommen und haben ja das Items geholt, um uns unser Schlaffel zu entwickeln. Eine Klaffel zu entwickeln. Und jetzt haben wir ja Schlaffel, die Weiterentwicklung. Ein Drache, Pflanze bekommen. So, dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns mal einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Chlor-Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Gala-Region umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund nur daran, den Bürgern Galas mit Hilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache euch besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit dem Divi bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schutzkammer gehst. Zieht in Richtung von Route 6. Ja, wir gehen jetzt zur Schatzkammer. Das müsste eigentlich nicht allzu weit sein. Jetzt müsste eigentlich, wenn wir jetzt rausgehen, links gehen. So. Gut, dann machen wir das doch. Da ist ein Stilien. Da? Wie läuft's so? Wie es so aussieht? Sammst du fleißig Ohren? Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist der Kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir was zu sagen. Für was? Ich dachte nur, du als Rivale weißt Bescheid. Ach so, der hat verloren. der Kampf gegen Bettis. Ja, ziemlich deutlich verloren. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Ja, genau. Gegen Bettis. Den Kampf zu verlieren tut weh. Das ist völlig normal. Man muss aus seinen Fehlern lernen und dadurch stärker aus ihnen ziehen. Wenn das gelingt, hat das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Hoppla, ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt so wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem Großrivalen Wolf vorbeizuschauen. Wird jetzt die Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Ach, wo ist der letzte Arena-Leiter? Okay. Du sollst sie kurz vor der Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Da muss ja was Wichtiges in dieser Schatzkammer sein. Die Frage ist, was? So, jetzt haben wir ja vom Level her halbwegs vernünftig. Warte mal, hier ist ein Friseur. Genau, die Boutique ist alle voll. Genau, ich kann mich hier in diesen Kampfcafé beisetzen. Ja, gehen wir da mal rein, weil wir können jetzt kämpfen. Wir können theoretisch gegen diesen Herrn hier einen Doppelkampf vollziehen. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst mal einmal pro Tag kämpfen. Gewinnzug gibt es Belohnung, etwas Süßes. Kosten des Hauses. Na, willst du es probieren? Ja klar. Da mal nichts los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen voller Action. So, gegen diesen Herrn hier können wir kämpfen. Und er hat Zabellon im Pokusan. Also bei T-Pokémon. Sollte eigentlich unser Scantank nicht das Problem sein. Ich bin jetzt 37, sein. Richtig. Knapp davor sind wir ja auch. So, ich krieg sie nicht beide weg. Okay. Aber wir greifen mit Giftjogger an. Wir greifen dieses Sabayon an. Und es gibt Kanon. Also wir beide Bekanon. Okay. Wie ist es trotzdem weiter? Okay, da ist es tatsächlich krass, dass die tatsächlich doch so ein bisschen stärker sind.
Was mit Elektro? So, und die gießen wir damit Gift Shock auf Savayone. Dann ist Gott sei Dank schon mal paralysiert. Kann es wieder ranziehen. So, und jetzt machen wir mal Feierabend hier. Kusan ist weg. Alle gehen mal kurz im Level hoch. Und der letzte Ziel fehlt uns ja noch. Und das kriegen wir aber hoffentlich auch irgendwann bald. Ich hoffe, dass es hier in dieser Aufnahme-Session bekommt. So. Gut. Der Kampf war so intensiv wie eine Tasse Granbull Kaffee. Hier kommt das letzte Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Und wir bekommen ein Sahnehäubchen. Ich glaube, damit können wir tatsächlich Hokumil zu Bokusan entwickeln. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So, kann ich mal einen Pokémon. Also ein bisschen angeschlagen. Das heißt, ich gehe kurz noch bis vorwärts zur Schatzkammer, gehen wir kurz noch ins Pokémon Center. Aber der Kampf, der war nicht schlecht auf jeden Fall. Der war nicht ohne die zwei Feuerbolt. Braucht ja auch gar nicht erst in die Richtung zu gehen. Das war auch der Kampf, den ich einfach mal meinte, wo wir in Engine City waren. Und ich dachte mir, das ist ein Kampfkaffee, der hat irgendwie 37 gucken, aber das war nicht hier. Das war in Claw City. Gut. Dann machen wir jetzt auf zur Schatzkammer. Dann machen wir den Schatzkammer. Hier das Item habe ich schon eingesammelt. Hier liegt nochmal so noch ein Item. Kurz vor Route 6. Na gut, ich hätte das Pokémon sich auch nehmen können. Oder jetzt nicht mehr. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Hey, du bist einer dieser beiden Trainer, der dir eine Empfehlung geschrieben hat, ne? Und dein Name ist. Ach, ich hab's gleich. Hm. Ja. Aber wie heißt du denn? Ah ja, genau. Kev, das war's. Dino scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Da hast du sicher einiges auf dem Kasten. Weil du gerne mit kämpfen willst, dann brauchst du erstmal 7 Ohren. Aha, tja. Ich werde nur zur Schatzkammer. Ach, du bist so gar nicht wie mir, sondern in der Schatzkammer hier. Ach, so enttäuschend. Gute Idee, aber ermittle Vergangenheit Galas kann nicht schaden, wenn du mehr und mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm, mir nach. Hier, nimm, das ist meine Liga-Karte. Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Na gut, dann gehen wir da mal hoch. Dann gehen wir da mal hoch und gucken uns, was diese Schatzkammer zu verbergen hat. Guck mal, hier liegt doch ein DTM. Das war die TM 29 Charme. Früher war es Psychokinese, jetzt ist es Charme. Okay. Reduziert den Angriffswert. Da rechts kommen wir nicht hoch. Und da ist Sanja. Ha, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunsch betrachten. Und hier? Hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und hier? Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Hm. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf dem Wandteppich irgendwas aufgefallen? Ja, irgendwas mit Schwert und Schild, das auf dem dritten Bild, ne? Ach, es gibt so... Achso, ich dachte, es gibt nur einen Helden. Ja, das dachte ich eigentlich auch.
in diesem Hotel in Engine City stand nur eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppich erzählt eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Gab es nur einen Helden oder gab es zwei? Wahrscheinlich hinter dieser Finsternacht. Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, deine Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deine Erfolgsserie bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Und sie gibt uns zwei weitere Beleber. Gut, dann haben wir das Thema Closity jetzt auch abgearbeitet. Die Frage ist, was jetzt als nächstes ist. Okay, die Schatzkammer haben wir ja erkundet. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Können wir jetzt tatsächlich über Route 6 weiterkommen? Müsste eigentlich, ne? Da, wir haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galas gefallen. Weil die gibt es in Gala zwar keine Helden mehr, aber denen kommen dem Ganzen als Champ vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Okay, wenn du wirklich vorhast, den Superstar-Dienen zu starten, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge daher als nächstes Route 6 nach Passbeck und trainiere unterwegs, dass das Zeug hält. Ah, Passbeck, okay, das ist da, wartet uns dann wahrscheinlich die nächste Arena. Also können wir jetzt tatsächlich weitermachen. Und ich glaube, danach können wir dann immer so diese Teammitglied. Habe ich jetzt gerne jetzt schon gehabt. Aber. Oder die Frage ist. Die Frage ist. Kann ich sie jetzt schon fangen? Also nicht jetzt, sondern dann. Na, vor der Arena, weil ich bräuchte es. Das ist ein Psycho-Pokémon. Was haben wir hier? Aha. Ein neues Pokémon. Ein Zalanga. Sieh doch nur deine niedlichen, müden Äuglein an. Ihr seid deine größte Fan, Zalanga. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier fein Heier machen kannst. Dürfte ich hier mal eben durch? Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja, bitte dir. Komm. Hey, komm, lass uns dann nach Passbeck gehen. Tag, ihr gehört doch zu Team Yell, stimmt's? Wir müssen die auch mal kurz suchen. Nächster, wir sind Kinder. Und Kinder sind bekannt dafür, sie immer überall leer machen. Das sind wir Challenge-Bänder. Das heißt, dieser Arena-Challenger. Tja, bin ich gehabt. Arena-Challenger, was wäre jetzt richtig durch? Ich bin mit einem am Ende noch unser armes kleines Lager auf. Ah, na toll. Nächste Etappe der Arena-Challenge ist Passbeck. Das heißt, wir müssen sie unbedingt durch. Komm, wir kämpfen gegen sie. Die scheiße ist noch nicht zurück. Hallo, geht's noch etwas lauter? Wollt ihr so lange aufhängen oder was? Ja, deshalb mag ich keine Kinder. Komm, wir schleichen Musik. Tun wir es für so lange. Genau. Ach, bitte sagst ja, okay. Ich werde noch nicht los. Gut, du fängst an mit dem Skunkapool. Davon habe ich die Weiterentwicklung. Ah, es gibt kein Doppelkampf. Es ist einfach nur ein. Okay, will ich gerade, wie ich mache jetzt. Kaltklinge, klar. Versuchen wir es mal mit Kaltklinge. So, dann nimmst du die Folge ein, um zu vergiften. Dann nimmst du hier Ring an seinem Verteidigungswert. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Da hat er es ja. Dann haben wir es ja. Level up, okay. Also die Fähigkeit. Frage ist es vergiftet. So, Gera-Attack. Okay, dann kann nur Kikalo der die richtige Wahl sein. Dann kann der Kita nur das die richtige Wahl sein. Und doppelt. Okay. Sie war ja nicht in der Schickpack. Und Level 33 für Elektro. So. Die gibt dir.
Was machst du jetzt hier? Du schießt hier nebenbei rum. Kämpfen wir gegen sie, aber ich muss ihnen beide antreten. Okay. Jetzt haben wir Nadelrakete ein. Das müsste eigentlich... Ja. Immer wieder Mobile. Und jetzt für 5 Treffer. Vielleicht sogar 2. Okay, das ist es. Ein Level Up. Wie tickt das? 34. Was? Wenn der lange von diesem ganzen Lärm aufwacht, da bin ich gar kein Fan drauf. Komm, wir ziehen die Leine. Du und Tektas, ihr seid wirklich ein Wahnsinnsteam. Ach man, ich kann immer noch nicht fassen, dass Bettis mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Aber ihr will einfach nicht aus dem Kopf. Ja, weil ihr da schon sagte, dass ich eine Schrift von meinem Bruder sei. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, dann fällt das irgendwann auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass die den Ruf nur wegen mir Kratzer bekommen. Schließlich die Linie, den Schlagbare. Ich glaube, ich muss das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Bis später. So. Solanga macht sich auch auf den Weg raus hier. Wir. Du da. Du bist jetzt Redner mit der Empfehlung von Lilian, nicht wahr? Ah. Wie bist du denn jetzt wieder? Ich bin Papella. Wenn du mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Ligakarte. Man muss mir zeigen, wie stark du bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Okay, die Frage ist, wer war das jetzt schon wieder? Papella. Schauen wir mal. Sie möchte auf jeden Fall irgendwann gegen uns kämpfen. Aber... So, okay. Mal mein Kosmetik wieder auf. So. Da geht's jetzt weiter über die Route 6. Und wir haben hier eine Trainerin. Eine super süße Pokémon. Wollen wir dein Pokémon spielen? Ja, warte mal. Ich würde sagen, die machen wir noch die Arena. Die Arena. Die Trainerin. Und dann machen wir uns tatsächlich. Wir hier mal hier einen kleinen Break, würde ich sagen. Ich bin wieder so weit. So, sie haben Pipi. Gut. Teilklinge drauf. Irgendeine zufällige Attacke, die es jetzt auswählt. Tarnsteiner, ja, gut, okay. Das heißt, wir müssen bleiben. Und sie hat auch die Weiterentwicklung, ja. Pixi. Gut, ich wechsle jetzt mal. Ich weiß, dass die Tatschende gelegt hat. Ich weiß, dass ich jetzt Schaden nehmen werde. Aber es ist jetzt einfach, um mit dem Gun-Tank gegen Pixi anzutreten, als mit, Vektas. So. So, dann gehen wir auf Toxin erstmal. Damit ist Giftstoff dann gleich doppelt so stark. Das könnte für... Aber Wandel könnte wahrscheinlich... So. Aber... Da gibt es unbedingt dazu bei ihr. So, mega Säure. Und dann gehen wir jetzt auf Giftschock. So, ich dachte, für Wallet. Okay. Jetzt bin ich da doppelt so stark, dass ich nicht so passiert. Deswegen habe ich auch genau diese Kombi drin. Und Level 36. Das ist kein Ding. Was haben wir hier als Wildes jetzt gerade? Ach, ein
natürlich, dein Geister-Pokémon. So, dann gucken wir mal hier durch. Hier ist Sigtri, Zwirrlicht. Eine Sonderform übrigens hier von, wie heißt es? Makaba, ja, genau. Aus einer kommt dieses Pokémon eigentlich. Okay, dann muss ich doch wieder runter. Und zwar. Warte mal, komme ich hier ohne Probleme durch? Hier sind noch zwei Trainer, aber ich will dieses Item da oben mitnehmen. Keine Sorge, ich nehme die Trainer mit. Ich will nur dieses Item das holen. Das ist die oder so. Eigentlich waren wir hier sogar schon durch, aber ich will die Trainer halt dieses Mal noch mitnehmen. Eigentlich wollte ich Feierabend machen, sonst mittlerweile schon seit 3 Minuten. So, die Frage ist, wo war das jetzt? Hier? Ja. Und zwar die Team 30, Stahlflügel. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, aber letztes Mal gucken wir ein Schild. Und dann gucken wir die Route 6 jetzt weiter. Kümmern uns ein bisschen um die Trainer und erreichen hoffentlich dann den Passback. Bis dahin. Tschüss.